Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der 500er Karte mit Russland, beziehungsweise mit ganz vielen Nationen Russland bei diesen riesengroßen Provinzen im Norden. Wir haben den 16. Tag und stehen auf dem dritten Rang mit 22 Siegpunkten. Unsere Allies sind dicht neben uns. Wir haben zum Beispiel einen Ally auch auf Platz 4. Bei uns läuft es ganz gut. Wir konnten seit dem letzten Video diese KI finishen und haben jetzt auch angefangen mit dieser KI. Man sieht es auch schon, haben da ordentlich Kills gemacht und auch ein paar Truppen links stehen lassen. Dann haben wir die Arti-Taktik gemacht und konnten dann da einfach vorbeigehen. Jetzt werden wir hier vorm Tageswechsel noch die Hauptstadt einnehmen. Das wird uns sehr helfen. Und gleichzeitig werden wir auch noch die Hauptstadt einnehmen. Vorm Tageswechsel wird das nichts, aber da gehen wir einfach schon mal direkt hin, damit wir eine Player Nation ausschalten, dass die uns dann nicht mehr in die Quere kommt. Das Gute ist halt, wenn sie dann eingreift und alles hier hinschickt, könnten wir auch theoretisch eine Festung Gold marken. Aber gut, Gold marken können wir gar nicht. Wir haben gar keinen Goldmark. Aber zumindest müssen wir dann nur eine Provinz verteidigen und können dann alles dahin schicken, auch unsere Panzer. Und dann werden wir hier die Spielernation schon besiegen können. Ja, und danach machen wir aber trotzdem weiter in Skandinavien. Denn zum Beispiel könnten wir diese KI einnehmen. Ist ja eine einfache Hauptstadt mit nicht so wirklich krass moralisierten Truppen. Zumindest hier in diesen drei Provinzen. Da ist die Moral ja ziemlich gering. Danach gehen wir dann hier weiter, kriegen nochmal eine doppelte Öl. Und dann halt in Norden und werden dann halt ganz Skandinavien nehmen. Und danach werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Wir werden wahrscheinlich dann irgendwann auch mal anfangen, was abzustellen gegen diese KIs hier. Denn ich denke mal, so gegen Tag 20 oder so kann es halt natürlich sein, dass hier irgendeine KI uns den Krieg erklärt. Deswegen werden wir auch, denke ich mal, ab Tag 17, also in 24 Stunden ungefähr, werden wir dann anfangen, hier Truppen zu sammeln, einfach um halt einem Angriff vorzubeugen, falls halt passiert, dass wir nicht komplett überrannt werden. Vor allem in dieser Provinz wäre das halt bitter, wenn wir die verlieren an der KI. Das ist eine Level-4-Fabrik, da verlieren wir dann sehr viel Zeit. Und natürlich auch Ressourcen. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter und alles ist schon durchgeplant. Wir haben auch hier schon eine Arti für die Arti-Taktik, dass wir die Truppen rausziehen. Also alles ist schon perfekt vorbereitet für die nächsten Tage. Ich würde sagen, ich mache mal einen Cut bis Tag 17. Nicht bis zum Tageswechsel, so dass wir auch noch vielleicht den Kampf um St. Petersburg mitsehen können im Video. Wir sehen uns also dann, wenn das Ganze hier ja ein bisschen aufgeklärter ist. Also bis gleich. Aufgeklärt ist das auf jeden Fall alles geworden. Wir haben diese KI komplett eingenommen und sind auch bei der Spielernation einmarschiert, haben die Hauptstadt eingenommen und weitere Provinzen. In 3 Stunden ist der Tageswechsel, wir machen aber trotzdem weiter. Wir werden wahrscheinlich an Revolte einiges verlieren. Das ist aber nicht allzu schlimm, denn wir haben ja ganz viel Kavallerie und auch Panzer, die ja einfach schnell das wieder zurückerobern können. Und hier haben wir auch schon durch die Hauptstadt, hier meine ich, oder hier eine moralisierte Provinz, die wir jetzt auch schon anfangen auszubauen. Das ist nämlich ein Hafen, den übernehmen wir natürlich und dann kommt da eine Fabrik hin und dann werden wir natürlich da direkt weiter produzieren. Ein Angriff läuft auch schon auf die nördliche KI hier. Da haben wir ein paar Truppen auch stellen können mit der Artillerietaktik. Ich weiß nicht ganz, wenn man da mal auf die KD schaut, sieht das auch ganz gut aus. Wir haben 7 Einheiten verloren und 36 gekillt. Und hier werden wir jetzt auch erstmal den 8er-Stack stellen, danach den 9er-Stack in der Verteidigung. Und dann werden wir noch vorm Tageswechsel wieder hier hinkommen zur Artillerie, damit wir dann hier in diese schön 100% moralisierte Provinz kommen, um dann nochmal alles so ein bisschen ja, aufzupeppen an Moral. Und dann werden wir weitergehen Richtung Norden und dann wahrscheinlich auch sofort diese Player Nation angreifen, die inaktiv gegangen ist. Währenddessen werden wir natürlich auch mit diesem Stack hier angreifen, habe ich auch alles schon vorbereitet, werden wir den Stack rauslocken, dann die Hauptstadt nehmen und dann die weiteren Provinzen hier. Dadurch kriegen wir halt hier eine echt gute Moralisierung, die uns viel helfen wird. Und dann werden wir wahrscheinlich hier weitermachen. Der Plan ist einfach, Skandinavien einzunehmen und das läuft doch ganz gut bis jetzt. Von den Provinzen her sind wir auch im internationalen Ranking ziemlich gut dabei. Wir haben 67 und der stärkste bzw. größte Spieler hat 80 und das ist Griechenland. Gegen Griechenland werden wir wahrscheinlich auch kämpfen müssen, da führt kein Weg dran vorbei. Wir haben aber auch gute Allies, wie zum Beispiel ein Henrik King, der hier mit Libyen spielt. Und natürlich neben uns Tomoto, der dann hier Richtung Ukraine expandieren wird, hier in diesem Bereich und dann uns natürlich auch helfen wird. Ich habe mich mit ihm auch schon abgesprochen, ich werde auf Panzer gehen bzw. Nahkampf, werde also weiter viel Kavallerie, aber auch Panzer produzieren und er wird überwiegend auf Artillerie gehen.
sodass ich dann vorrücke und einfach alles versuche in Nahkampf zu bekommen und er schießt dann mit seinen ganzen Artilleries drauf. Und wenn es mal ein Stellungskrieg wird, dann ziehe ich mich so ein bisschen zurück und lasse dann die Artis vor und da mal ein bisschen schießen. Das ist die Taktik und ich glaube, damit müssten wir zumindest Osteuropa leicht einnehmen können. Und währenddessen möchte ich natürlich immer so in einem vielleicht auch etwas langsameren Tempo Skandinavien einnehmen. Das ist der Plan für die nächsten Tage und ihr seht auch hier nochmal einen Überblick an Tag 17 über die ganze Karte. Sieht wirklich ganz gut aus und es geht hier auch weiter. Alle Allies sind aktiv und das ist ein schöner Anblick, das sieht man nicht oft, dass hier wirklich alle richtig gut dabei sind. Das freut mich auf jeden Fall und in dem Sinne wirklich sehr optimistisch in die Zukunft und hoffe einfach, dass diese Aktivität auferhält und man müsste der weiteren Expansion wenig im Weg stehen. In dem Sinne also, das war's mit dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge.